Heute die Antwort auf diese Frage, wer hat Gott erschaffen? Maulana Wahiduddin Khan sagt, ich habe viele davon gelesen und viel über das Thema nachgedacht. Die einzige Antwort auf diese Frage ist, wir müssen als Menschen unsere Grenzen akzeptieren. Es gibt keine andere Antwort auf diese Frage. Ein Mensch kann nicht direkt in die Sonne schauen. Wenn wir das tun, verlieren wir unsere Augen. Wir Menschen haben kein Wissen über 95% dieses Material, dieses Universums. Wir können sehen und wissen nur 5% dieses Inhalts, dieses Universums. Wir können die Schwerkraft nicht sehen. Wissenschaftler Newton sagt, dass die Erde eine Anziehungskraft hat, aber bis heute ist das Objekt der Schwerkraft nicht vollständig geklärt. Und darüber wird immer noch diskutiert. Es gibt Milliarden solcher Dinge, die wir nicht sehen oder nicht wissen können, dann wie wir Gott begreifen können. Diejenigen, die diese Frage stellen, verkünden, wir denken, unsere Fähigkeit ist so groß, dass wir Gott begreifen können. Und wir können Gott in unserem Wissen umfassen, aber das ist unmöglich für eine Person zu erreichen. Also, die Antwort auf diese Frage wird im Koran mit diesen Worten gegeben. Koran Vers Surah Al-Asra 85 Nummer. Und euch wurde von Wissen nur ein wenig zuteil. Also, wir haben eine Stufe, die uns nur Teilwissen gibt. Dann wie können wir Gesamtwissen begreifen?